Ich darf aufrufen, Tagesordnungspunkt 51. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Haushaltsausschusses. Mir wäre es ganz lieb, wenn wir ein bisschen ruhiger sind an der. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sie haben schon gemerkt, in Ihrer Fraktion ist gerade bestimmt aus anderem Grund Unruhe, aber es stört. Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses, Antrag Rechnungshof, Präsident des Hessischen Rechnungshofs, Rechnung über den Haushalt des Hessischen Rechnungshofs für das Haushaltsjahr 2019, Drucksache 5179 zu Drucksache 4280 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Ich darf darum bitten, dass Frau Kollegin Dahlke die Berichterstattung übernimmt. Und ich darf darüber hinaus dann darauf hinweisen, dass auch von Frau Kollegin Dahlke als einziger bisher eine Wortmeldung vorliegt. Wie auch immer das abgesprochen ist. Frau Dahlke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die Beschlussempfehlung lautet wie folgt. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, folgenden Beschluss zu fassen. Wegen der Rechnung über den Haushalt des Hessischen Rechnungshofs Einzelplan 11 für das Haushaltsjahr 2019 wird Entlastung erteilt. Dies gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2019. Und dieser Beschluss erfolgte einstimmig. Und da mir mitgeteilt wurde, dass eine Aussprache gewünscht ist, fange ich jetzt an mit meiner Rede. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, während meiner Ausbildung war ich für 3 Monate Azubi in der internen Revision. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass die Revision von den anderen Abteilungen zwar oft gefürchtet ist, das Selbstverständnis der Revision ist aber, Risiken zu identifizieren und abzuwehren, Schwachstellen zu erkennen und zu schließen, aufzuklären, zu helfen, also unter dem Strich Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Und genau so verstärkt sich auch der Hessische Rechnungshof in seiner Rolle. Auf seiner Internetseite schreibt er, Zitat, der Hessische Rechnungshof prüft, berät und informiert. Dabei geht es nicht darum, etwas oder jemanden zu kritisieren, sondern in Zukunft Schäden vom Land abzuwenden und zu vermeiden. Die Bemerkungen über die einzelnen Haushaltsjahre werfen ein Licht auf Baustellen im Haushaltsvollzug. Die Kommunalberichte liefern eine gute Grundlage für kommunalfinanzpolitische Entscheidungen. Und zu Themen von besonderer Bedeutung äußert sich der Rechnungshof natürlich auch, wie in aktueller Zeit z. B. über die Derivate des Landes Hessen. Die Stimme des Rechnungshofs ist eine, auf die wir uns immer gerne verlassen. Und ich bin davon überzeugt, dass allein schon seine Existenz viele Entscheidungen in solide Bahnen lenkt und uns alle häufiger vor unbedachten Vorgehen bewahrt. Im vorliegenden Antrag geht es um den Haushalt des Hessischen Rechnungshofs für das Jahr 2019. Die Rechnung wird nach § 101 der LHO vom Landtag geprüft, und wir sind es auch, die die Entlastung erteilen müssen. Weder im Unterausschuss noch im Haushaltsausschuss fand zu dem Haushalt eine kritische Aussprache statt. Deswegen verwundert auch der Wunsch nach der Aussprache ein bisschen. Aus meiner Sicht war keine Aussprache nicht aus mangelndem Interesse, sondern einfach, weil wir keine Mängel erkennen konnten und deshalb dem Hof großes Vertrauen entgegenbringen. Die Rechnung zeigt nämlich, es wurden höhere Erträge erzielt und es war ein geringerer Aufwand erforderlich als ursprünglich geplant. Und nach dem Ergebnis der Prüfung sind auch keine Beanstandungen, die sich ergeben haben. Deswegen haben wir ja auch eine einstimmige Annahme empfohlen. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dem Dank an den Rechnungshof, an Herrn Dr. Wallmann, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre stetige Begleitung unserer politischen Arbeit. Oh, vielen Dank. Das kam eben überraschend für mich. Ist eigentlich Herr Dr. Wallmann hier im Raum, dass ich ihn begrüßen kann? Oder? Nein? Er ist im Livestream. Ich begrüße den Präsidenten des Rechnungshofs im Livestream und darf nunmehr Herrn Vohl bitten, für die Fraktion der AfD zu uns zu sprechen. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Eigentlich bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass wir der Entlastung des Hessischen Rechnungshofes für das Haushaltsjahr 2019 zustimmen.
Da aber Redezeit angesetzt wurde, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich für die Denkanstöße zu bedanken, die beständig vom Rechnungshof ausgehen. Seit unserem Einzug in den Hessischen Landtag haben wir bei unserer politischen Arbeit, wie andere Oppositionsfraktionen natürlich auch, in vielfacher Hinsicht von der Expertise des Rechnungshofes profitiert. Da wir der langfristigen Tragfähigkeit der staatlichen Fiskalpolitik in unserer Programmatik im Gegensatz zu anderen Parteien aber eine vorrangige Bedeutung einräumen, sind die Bemerkungen und anderen Publikationen des Rechnungshofes für uns besonders wertvoll. Gerade jetzt, wo fiskalische Nachhaltigkeit als gefährlich und kurzsichtig verklärt wird, die Schuldenbremse auf Landesebene im ersten Anwendungsfall ausgehebelt wurde, bzw. sich hochrangige Vertreter der CDU dafür einsetzen, diese für Jahre auszusetzen, sollte die aktuelle Stellungnahme des Rechnungshofes zum Gesetzentwurf, mit welchem die Aufhebung der Schuldenbremse bezweckt wird, besonders aufmerksam gelesen werden. Es wird die Zeit kommen, in der es für das Land aufgrund der heutigen Ausgabenpolitik, aber auch aufgrund der bevorstehenden demografischen Verwerfungen unumgänglich sein wird, funktionale, aber auch sehr harte Budgetrestriktionen scharf einzustellen. Die Ideen des Rechnungshofes zur Weiterentwicklung der hessischen Schuldenbremse hin zu einer doppelten Fiskalregel begrüßen wir daher ausdrücklich. Der Zeitgeist fordert, alle Lebensbereiche der Handlungsmaxime der Nachhaltigkeit zu unterwerfen, klammert die Fiskalpolitik jedoch merkwürdigerweise hiervon aus. So als wäre eine Politik, die finanzielle Lasten in die Zukunft verschiebt, auf Dauer ohne jegliche Konsequenzen. Deshalb ist es heute wichtiger denn je, dass es einen Akteur gibt, der einen materiellen Haushaltsausgleich anmahnt und gleichzeitig das theoretische Handwerkszeug für den irgendwann unerlässlichen Reparaturbetrieb vorbereitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke auch und darf Frau Geis bitten, Frau Geis, keine Hektik. Erst kommt die Infektionsbearbeitung. Vielen herzlichen Dank für unsere Kolleginnen und Kollegen, die das so sorgfältig für uns machen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Zuerst einmal muss ich sagen, dass der Hessische Rechnungshof bisher zu den einzelnen Haushaltsjahren sehr gute Arbeit geleistet hat. Und das auch für das Haushaltsjahr 2019 wieder zuverlässig gerechnet und geprüft wurde. Dasselbe gilt übrigens, wie ich finde, auch für die zuverlässige Arbeit des Budgetbüros, das uns auch an allen Ecken und Enden unterstützt. Es findet auch immer wieder ein kritischer Blick auf die Landesregierung statt, was ich begrüße. Mit den Bemerkungen zum Bericht zur Haushalt- und Wirtschaftsführung des Landes Hessen liegen uns interessante Bemerkungen für 2019 vor, die Aufschluss über konkrete Sachverhalte geben. Der Hessische Rechnungshof deckt bei seiner Arbeit ein vielfältiges Themenspektrum ab. In den umfangreichen Bericht zur Haushalt- und Wirtschaftsprüfung des Landes Hessen lässt sich der Facettenreichtum unschwer erkennen. Es wird in vielen Themenbereichen umfangreich geprüft und Fragen abgearbeitet. Auch positioniert sich der Hessische Rechnungshof gelegentlich dazu. Mit den Bemerkungen zu den Einzelplänen geht vom Hessischen Rechnungshof auch immer eine Erwartungshaltung an die Landesregierung hervor und eine Beurteilung des zugrunde liegenden Sachverhalts. Nach Sichtung der einzelnen Bemerkungen kann ich sehen, dass der Rechnungshof zu einigen Themen deutliche Erwartungen und Kritik äußert und sich dabei auch nicht scheut, diese kritische Haltung deutlich zu kommunizieren. Zuletzt konnten wir dies bei der Fragestellung feststellen, ob die Beschlussfassung zum Sondervermögen Corona verfassungswidrig ist oder nicht. Und das hat ja dann auch einer entsprechenden Klage weitreichende Konsequenzen nach sich gezogen. Doch nicht nur die einzelnen Themenbereiche werden umfassend in den Bemerkungen abgedeckt.
Teil der Arbeit des Rechnungshofes ist ebenso die Informationsbereitstellung zur Haushaltsrechnung 2019, zum Produkthaushalt und zum Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht 2019. So liegen uns Informationen über die Staatsschulden vor oder auch über die wirtschaftliche Lage des Landes im Allgemeinen. Auch der Blick in die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ist es wert. Die Kommunen werden auch geprüft, allerdings, und das gehört zur Wahrheit dazu, nicht immer zu deren reiner Freude. Sie sehen, werte Kolleginnen und Kollegen, wie umfassend und facettenreich die Bemerkungen zum Bericht sind und welche Fülle von Informationen daraus hervorgehen. Das zeigt auch, was vom Rechnungshof dafür geleistet wird. Deshalb noch einmal, wie schon auch in den Ausschüssen, besten Dank für die zuverlässige und präzise Bereitstellung von Informationen und die wertvolle Unterstützung unserer Arbeit. Wir als SPD-Fraktion schätzen dies sehr, und wir schätzen auch die gute Zusammenarbeit. Aus meiner Argumentation ergibt sich die logische Schlussfolgerung, der Beschlussempfehlung zu folgen, und wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rechnungshof für ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Geis. Frau Schardt-Sauer für die Fraktion der FDP. Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Danke. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Berichterstatterin grinst schon. Frau Kollegin Dake hat sich ja auch gefragt, warum reden wir zu diesem Punkt? Und ich habe die Mission bekommen, man muss jetzt noch etwas Kluges sagen. Etwas, was noch keiner gesagt hat. Ich versuche es einmal in der gebotenen Kürze, weil das ist das Diktat des Hessischen Rechnungshofs und vielleicht keine inhaltliche Trittbrettfahrerei, liebe Kollegen von der AfD. Es geht nämlich um die Ausführung zur Rechnung über den Haushalt des Hessischen Rechnungshofs. Der ist top. Der könnte uns ein Beispiel sein. Die haben 2 Millionen € eingespart. Deshalb hat im Ausschuss auch keiner etwas gesagt dazu. Aber jetzt wurde sehr viel gesagt. Wir sind uns einig. Das ist eine Top-Institution, die uns hilft, viele Schwachstellen in der Arbeit der Landesregierung, in der Arbeit der Kommunen und insgesamt bei der Verwendung der Steuermittel redlich zu verfolgen. Und damit will ich es bewenden lassen. Vielen Dank an den Hessischen Rechnungshof. Und seien wir doch ein bisschen sparsamer mit unserer Redezeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schardt-Sauer. Ich hatte dem Kollegen Reul gesagt, bleibt gleich hier vorne. Da waren wir uns aber unschlüssig, wie lange Sie reden, Frau Kollegin. Jetzt ist der Kollege Reul hier vorne. Und als Nächster und Letzter aus der Fraktionsrunde ist dann Herr Schalauske. Herr Rannen, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man muss sich schon etwas wundern, wenn wir zu so einem Tagesordnungspunkt hier zu einer Aussprache uns treffen und wenn hier Themen behandelt werden, die überhaupt nicht in dem Bericht drinstehen. Es geht um die Prüfung des Haushaltsjahres 2019, nicht mehr, nicht weniger. Dort haben wir in den erforderlichen Gremien jeweils darüber diskutiert und gemeinsam beschlossen, einstimmig die Entlastung zu erteilen. Deshalb schließe ich mich dem Dank an den Rechnungshof für die gute Arbeit, für die Überprüfung und für das verantwortungsvolle Umgehen mit den Geldern, die wir ihm zur Verfügung stellen. Nicht mehr und nicht weniger. Hier geht es nicht um die Schuldenbremse. Hier geht es nicht um die Bemerkungen, die der Rechnungshof macht. Das sind alles separate Themen. Das sind alles separate Berichte. Die stehen heute nicht zur Diskussion. Und wir haben ein Novum, dass wir zum ersten Mal zum Einzelplan 11 zur Entlastung eine Debatte hier führen. Dabei will ich es bewenden lassen. Ich danke dem Rechnungshof und ich danke allen Beteiligten daran. Und die restliche Redezeit sparen wir uns für die folgenden Punkte. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Schalauske, wenn Sie als Nächster schon einmal den Weg, den für Sie nicht ganz so weiten Weg, antreten. Danach habe ich das Gefühl, dass sich der Finanzminister noch einmal zu Wort melden möchte. Ich kommentiere das nicht, Herr Staatsminister. Herr Schalauske, Sie haben das so. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Nach § 101 LHO obliegt dem Landtag die Prüfung der Haushaltsrechnung des Hessischen Rechnungshofes. Diese Rechnung wurde geprüft. Es gab keine
Beanstandung, und deswegen folgt DIE LINKE der Beschlussempfehlung. Und wenn wir das heute aus meiner Sicht ohne eine sozusagen tiefergehende Begründung dann hier im Hessischen Landtag auch noch einmal debattieren, dann stelle ich für unsere Fraktion fest, dass auch wir dem Hessischen Rechnungshof danken für seine Arbeit, insbesondere für seine Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Hessen, die hier bereits auch erwähnten jährlichen Berichte. Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass die Prämissen und die Herangehensweisen des Hessischen Rechnungshofs nicht immer identisch mit denen der Fraktion DIE LINKE im Hessischen Landtag sind. Ich nenne mal das Stichwort überörtliche Prüfung, aber dennoch ist der Hessische Rechnungshof insgesamt ein unverzichtbarer Bestandteil unserer aller Arbeit. Er bereichert unsere Arbeit. Er ist eine unabhängige Institution, die das Parlament berät, die die Haushaltsführung des Landes Hessen prüft, mit Kritik und Rat zur Seite steht. Und auch wenn wir nicht immer alle Prämissen teilen, bedanken wir uns für seine Arbeit. Auch wir bedanken uns für Ihren Beitrag. Und der Staatsminister hat sich ein hohes Ziel gesetzt. Das kann er jetzt versuchen zu erfüllen. Sie sind dran, Herr Kollege Boddenberg. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie mich an das Ziel erinnern. Ich hatte das in Anlehnung an Frau Schardt-Sauer gerade zu sich gerufen. Ich muss jetzt auch etwas Intelligentes sagen. Ich werde es gerne versuchen. Aber im Ernst, es wäre natürlich außergewöhnlich, wenn ich vertretend für die Exekutive, für den Kollegen Dr. Worms und unser Haus nicht auch Danke sagen würde für die Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof, die natürlich zum einen nicht immer so ist, dass sie nur konsensual erfolgt, sondern durchaus hin und wieder auch in vielen Gesprächsrunden zu gemeinsamen, häufig dann doch am Ende Einschätzungen führt über bestimmte Sachzusammenhänge. Es sind die Derivate angesprochen worden. Ich könnte auch Leo ansprechen, mit dem wir uns im nächsten Haushaltsausschuss dann sicherlich intensiver befassen werden. Da geht es um große Zahlen. Und insofern bin ich sehr dankbar für diese sehr konstruktive Begleitung. Und das meine ich nicht nur so, weil ich als siebter Redner dem folgen sollte, was die Fraktionen vorgetragen haben, sondern aus Überzeugung. Wir werden neben dem, was das, wenn ich das so sagen darf, Tagesgeschäft anbelangt, aber mit dem Rechnungshof und auch dem Parlament sicherlich weiter über grundsätzliche Fragen häufig zu reden haben und vielleicht demnächst auch wieder mehr zu reden haben. Ich will Sie nur informieren. Ich hatte gerade gestern Abend eine zweistündige Veranstaltung, die europäisch aufgeladen war zum Thema Rechnungslegung. Sie wissen, dass es dort einen Board gibt, das sich mit der Frage der Standards der Rechnungslegung der öffentlichen Haushalte beschäftigt. Das ist in Anlehnung an IFRS zunächst einmal IPSAS für die Fachleute, die sich damit beschäftigen, also eine Rechnungslegung, die sich am IFRS orientiert und herunterbricht, aber die Besonderheiten der öffentlichen Haushalte. Herr Kollege Gatzer aus dem Bundesfinanzministerium war in der Runde mit dabei und durchaus aufgeschlossen, weil wir von der Kommission seit 2013 ja die Aufgabenstellung haben, also wir Europäer in den jeweiligen Regierungen eine europäische Variante, EPSAS, also mit E statt I vorne, zu diskutieren und voranzutreiben, will ich nur sagen, ich finde es sehr spannend und auch notwendig, dass wir dort zunächst einmal zu diesen Standards kommen, unabhängig davon, ob jetzt jeder gleich in die Doppik geht oder nicht. Sie wissen, dass wir als Land Hessen dort sicherlich sagen dürfen, dass wir Vorreiter sind, gemeinsam mit dem Stadtstaat Hamburg. Und insofern wollte ich Sie nur informieren. Das ist ein Thema, das auch die Rechnungshöfe sehr tangiert, wo sie auch eine teilweise sehr eigene Meinung hat, über die wir auch streitig werden diskutieren müssen. Es gibt eine Präferenz in den meisten Rechnungshöfen der Bundesrepublik zum HGB-Abschluss. Das ist auch in Ordnung. Aber wir wiederum, ich gehöre zu denen, die sagen, ich glaube, dass eine doppelte Haushaltsführung am Ende des Tages, weil hier ja auch eben über Transparenz und Aussagekraft der Haushalte durch den Rechnungshof gesprochen worden ist, wir mit dem Instrument des testierten doppelten Abschlusses durchaus noch sehr viel mehr an Informationen haben, als man das in der reinen Kameralistik hat.
Darüber werden wir sicherlich mit dem Rechnungshof unter anderem auch in Zukunft streiten und reden, um am Ende hoffentlich zu gemeinsamen, guten und klugen Überlegungen zu kommen. Vielen Dank auch für die gute Zusammenarbeit ans Haus. Auch wenn wir hin und wieder streiten, wie gestern über die Schuldenbremse, glaube ich, dass wir sagen dürfen, im Haushaltsausschuss herrscht auch ein wirklich sehr konstruktives Klima, um das Land Hessen auf Kurs zu halten, wenn es um haushaltspolitische Fragen geht, auch wenn wir hin und wieder sehr unterschiedlicher Auffassung sind. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit ist die Debatte um diese Tagesordnungspunkt 51 geführt worden und entsprechend Beschlüsse werden am Ende gemeinsam gefällt.